Frau Fischer, bitte gehen Sie von der Leiche weg. Ich sollte doch. Hey. Was ist denn hier los? Die Mutter lässt niemanden an die Tote ran. Sag mir nicht, sie hat ihre eigene Tochter gefunden. Oh Mann, der größte Albtraum jeder Mutter. Sie ist von ihrem Balkon im zweiten Stock gestürzt. Aber man stürzt nicht einfach vom Balkon. Ich höre mich mal um, ob irgendjemand was beobachtet hat. Ich gehe zu ihr. Frau Fischer. Frau Fischer. Gehen Sie weg! Ich lasse meine Tochter nicht allein! Niemand nimmt mir Lisa weg! Es tut mir unglaublich leid. Mein Name ist Stamberger, ich bin von der Kriminalpolizei. Nächste Woche war sie 23 Jahre. Ich habe ihren Schrei gehört. Haben Sie gesehen, wie sie gestürzt ist? Nein. Wir wollten zusammen frühstücken. Ich bin gerade erst gekommen. Es wäre nie passiert, wenn sie noch zu Hause wohnen würde. Frau Fischer, kommen Sie. Bitte kommen Sie, glauben Sie mir, es ist besser für Sie. Vertrauen Sie mir. Kommen Sie. Der Kollege bringt Sie zum Wagen. Da wartet eine Psychologin auf Sie, ja? Kommen Sie bitte. Nein, das glaube ich nicht. Frau Fischer war so eine nette, fröhliche Frau. Wie kann denn das passieren? Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist sie einfach beim Putzen vom Balkon gestürzt. Okay, danke Ihnen erstmal, Frau Krämer. Das war's. Das war die Nachbarin. Sie hat auch nur gesehen, wie die Mutter zu ihrer Tochter gerannt ist. Den Sturz, den hat niemand beobachtet. Uns hat auch niemand jemand aus dem Haus rennen sehen. Lass uns mal in die Wohnung schauen, wie du schon sagtest. Niemand fällt einfach so vom Balkon. Krasse Hütte. Laut der Nachbarin ist sie erst vor 3 Monaten hier eingezogen. Alleine. Wie kann sich so eine junge Frau so eine Wohnung leisten? Sie ist anscheinend Bauzeichnerin in einem Architekturbüro. Also die Wohnung kostet bestimmt netto, was sie monatlich verdient. Wieso soll man denn hier versehentlich runterfallen? Putzzeug steht hier auch keins rum. Man lehnt sich doch nicht ohne Grund so weit übers Geländer, dass man das Gleichgewicht verliert und runterstürzt. Das kann kein Unfall gewesen sein. Entweder sie hat Selbstmord begangen oder jemand hat hier nachgeholfen. Genau. Man holt sich nämlich auch keine Brötchen kurz, bevor man Selbstmord begeht. Wohl kaum. Sie war mit ihrer Mutter zum Frühstück verabredet. Schau mal. Ihr Vater ist Pastor. Anstelle der Eltern würde ich den Glauben an Gott verlieren. Dani, ich hab was. Das habe ich in der Nachttischschublade gefunden. Versteckt, so wie das hier. Ein Ex, Liebeskummer. Vielleicht hat sie doch Selbstmord begangen. Also doch eine Beziehungstat. Das wäre nicht die erste. Komm, lass uns zusehen, dass wir diesen Typen auftreiben. Wir haben alle abgeklappert. Keiner kennt den Typen Micha. So anonym lebt man in dem Wohnhaus doch auch nicht. Ja, manche Leute haben eben genug mit sich selbst zu tun. Ja, aber die direkte Nachbarin, die kennt ihn auch nicht.
Dafür sagte sie aber, jedes Wochenende kommt ein älterer Typ zu dem Mädel. So um die 40, attraktiv und sieht nach Geld aus. Der würde auf jeden Fall die noble Bude erklären. Vielleicht hat er sie ja ein bisschen gesponsert. Wer ist denn der Typ auf diesem Foto? Das werdet ihr hoffentlich von den Eltern erfahren. Die leben auf dem Land, da fahrt ihr bestimmt eine Stunde hin. Eine Stunde? Dann brauchen wir fast Reiseproviant. Ach, Tim, du kannst doch nicht so viel futtern, Mensch. Ja, meldet euch, wenn ihr was Neues habt. Ciao. Machen wir. Eigentlich ganz nett hier. Vor allem schön ruhig. Würdest du nicht so laut kauen schon? So oder so. Schöner Platz zum Heiraten. Ja, fehlt nur noch die Braut. Pastor Fischer? Mein Name ist Stamm, ich bin von der Kriminalpolizei. Mein Kollege Stammberger. Unser herzliches Beileid. Wissen Sie schon, wie es zu dem Unfall kommen konnte? Ich habe aus meiner Frau noch nichts herausbekommen. Das ist wahrscheinlich der Schock. Wie geht's ihr? Sie hat uns die Tür nicht aufgemacht. Ja, jetzt schläft sie erstmal dank der Beruhigungsmittel. Warum hat uns Gott denn das Liebste genommen? Das ist nicht leicht zu akzeptieren. Lisa war unser Ein und Alles. Das versuchen wir herauszufinden. Dürften wir Ihnen dazu ein paar Fragen stellen? Herr Fischer, kennen Sie diesen Mann? Ja, das ist Leon Melzer. Der Freund meiner Tochter. Sie wohnen zusammen. Das ist ein bisschen seltsam, weil die Nachbarn haben ausgesagt, dass ihre Tochter alleine dort wohnen würde. Nein, Lisa hätte sich die Miete doch niemals alleine leisten können. Und Leon hat sehr gut verdient als Ingenieur. Wir waren ja eigentlich dagegen, dass sie zusammenziehen. Wir fanden das viel zu früh. Aber der Arbeitsweg war kürzer und Lisa hat ihn wohl sehr geliebt. Warum kennt ihn denn niemand im Haus? Haben Sie die Telefonnummer von Herrn Melzer? Nein, aber ich kann meine Frau wecken. Nein, lassen Sie. Wir bekommen die auch so raus. Sagen Sie, Ihre Tochter soll öfter Besuch von einem ungefähr 40-jährigen Mann bekommen haben. Können Sie uns irgendwas dazu sagen? Davon hat Lisa nichts erzählt. Wann können wir unsere Tochter beerdigen? Sobald die Obduktion abgeschlossen ist. Lisa Fischer hatte frische Hämatome am Oberarm, die laut Gerichtsmedizin definitiv nicht vom Sturz stammen. Sie wurde festgehalten und ist dann rücklings vom Balkon gefallen. Und laut Spurensicherung hätte sie ohne Fremdeinwirkung niemals verfallen können. Das ist interessant. Am Gelände haben die Kollegen von der Spurensicherung auch noch Fingerabdrücke gefunden, die definitiv nicht von Lisa Fischer stammen. Hey, da ist gerade jemand gekommen, der unbedingt mit euch sprechen will. Alles klar, ich mach das. Danke. Robert, wir brauchen noch die Auswertung von Ihrem Handy und Laptop, ja? Alles klar. Hallo Michael. Jo, Tim, du, wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass sie vom Balkon gestoßen wurde. Habt ihr irgendwas rausgefunden über die beiden Typen? Laut dem Vater ist der Mann auf dem Foto der Freund, er heißt Leon Melzer und ist 28 Jahre alt. Angeblich wohnen sie zusammen, aber das stimmt vermutlich nicht. Leon Melzer, 28, dann müsste der 93 geboren sein, ne? Leon Melzer, 3.8.93, der ist gemeldet Belgradstraße 9. Ah, okay. Der kriegt jetzt Besuch von uns. Über den anderen wissen wir null. Der hat sie wohl finanziert. Dann hatte sie einen Freund und einen Sugar Daddy. Das klingt nicht unbedingt nach braver Pastorentochter. Erstmal vielen Dank für die Infos, ja? Macht's gut, ciao. Hier, das ist Timo Lachner. Er wohnt mit seinen Eltern in der Wohnung unter der Wohnung des Opfers. Er war bei der Zeugenbefragung nicht da, hat aber was sehr Interessantes gehört. Schieß los. Ja, Lisa wurde ermordet. Ich hab einen Streit aus der Wohnung gehört. Mhm. Sie soll öfter mal Besuch gehabt haben von einem Mann so um die 40. Genau, ja. Den Namen weiß ich leider nicht. Aber der fährt einen VW Passat mit dem Kennzeichen MDO 715. Ja, super. Du weißt sogar das Kennzeichen. Solche Zeugen können wir gebrauchen. Vielen Dank. Das hilft uns wirklich weiter. Ich bring mich runter.
MDO. Hi Michael, was gibt's? Yo, Tim. Wir wissen jetzt, wer ihr Sugar Daddy war. Und zwar der Chef aus dem Architekturbüro, wo sie gearbeitet hat. Der Typ heißt Jens Wittel, ist 40 Jahre alt und verheiratet. Am besten nimmt Dani sich den mal zur Brust und du knöpfst dir ihren Freund vor.